Ganz herzlich willkommen zu unserem Webseminar und allen Teilnehmenden einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie sich eingeschaltet haben, dass Sie sich dazugeschaltet haben, um sich heute mal eine Stunde kompakt mit dem Thema Welcome Back, so gestalten Unternehmen den erfolgreichen Wiedereinstieg nach der Familienzeit, zu widmen. Wir freuen uns auf eine spannende und für Sie auch hoffentlich interessante Stunde. Und auch genau, guten Morgen, Michelle. Schön, dass Sie alle da sind und schön, dass Sie uns auch immer schreiben, woher Sie kommen. Es ist schön, dass wir hier auch im virtuellen Raum so viele Netzwerkmitglieder aus ganz Deutschland begrüßen dürfen. Jetzt möchten wir Ihnen zunächst ein paar technische Hinweise geben. Und da übergebe ich das Wort an meinen Kollegen Thomas Meyer. Wunderbar, besten Dank, Katharina. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Und ich möchte Sie kurz, wie angekündigt, durch ein paar technische Hinweise leiten. Dazu kleinen Moment. Hier. Der erste Punkt, bitte nutzen Sie die aktuellsten Versionen der Browser Firefox oder Chrome. Safari funktioniert prinzipiell auch. Auch Edge müsste eigentlich funktionieren in der neuen Version, aber mit Firefox und Chrome gehen Sie auf Nummer sicher. Das heißt, Sie können alle Funktionen, die Sie brauchen, um an diesem Webinar teilzunehmen, auch hierüber nutzen. Der zweite Aspekt, es kann passieren, dass Sie mit Tonproblemen zu kämpfen haben. Sie haben wahrscheinlich auch gesehen, dass Sie zu Beginn, wenn Sie das Webinar aufrufen, gebeten werden, Ihre Audiofunktion freizuschalten. Wenn es im Verlauf des Webinars zu Tonproblemen kommen sollte, laden Sie bitte das Webinar neu. Erfahrungsgemäß ist das ein guter Weg, um wieder teilnehmen zu können. Wenn es auch nach mehrmaligen Ausprobieren nicht funktionieren sollte, haben Sie noch immer die Option, das Endgerät zu wechseln und beispielsweise ein Smartphone zu nutzen. Auch damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wichtig, das Webseminar wird aufgezeichnet und in den nächsten Tagen auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Außerdem bekommen Sie als Teilnehmende auch den Link in der Dokumentation des heutigen Tages zugeschickt. Das heißt, alle Inhalte, die Sie von technischen Problemen heute verpassen sollten, wir hoffen natürlich, dass es nicht der Fall ist, können Sie sich im Nachhinein dann unproblematisch auch anschauen. Wir versuchen, offengebliebene Fragen im Nachgang zu Blöcken zusammenzufassen und soweit möglich in der Dokumentation zu beantworten. Und einige von Ihnen sind nicht das erste Mal bei Webseminaren dabei. Wir freuen uns sehr, dass die Seminare sehr gut ankommen bei unseren Mitgliedern. Und wir werden auch in Zukunft noch viele Webseminare anbieten, dazu später ein bisschen mehr. Und alle, die neu sind auf dieser Plattform, werden Sie doch mit dem Netzwerk. Es hat viele Vorteile, aber dazu wird auch noch Hirschsprung gleich noch was sagen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt hier. Ich bin weiter im Hintergrund für Sie da. Wenn es technische Probleme geben sollte, schreiben Sie die bitte im Chat und ich werde sie umgehend beantworten. Super, danke schön, Thomas, für deine Unterstützung und auch diese Hinweise, die du uns gegeben hast. Ja, jetzt haben Sie ja schon den Thomas Meyer kennengelernt. Ich möchte Ihnen noch mal vorstellen, wer hier sonst noch im Raum ist. Genau, mein Name ist Katharina Kirschbaum. Ich bin Projektreferentin im Netzwerkbüro und darf heute das Webseminar moderieren. Und ganz herzlich begrüßen möchte ich unsere heutige Referentin Katja Schumacher. Katja Schumacher war 8 Jahre lang als Führungskraft und 4 Jahre lang als Personalreferentin tätig, bevor sie sich als Beraterin zum Thema Wiedereinstieg selbstständig gemacht hat. Sie ist selbst zweifache Mutter und hat den Wiedereinstieg nach der Elternzeit in 2 unterschiedlichen Unternehmen und Positionen erlebt und kennt daher auch beide Perspektiven. Zum einen als Betroffene, wie bei ihr der Wiedereinstieg war, 2-mal, und aber auch als Personalreferentin und Führungskraft. Insofern freuen wir uns, dass sie uns heute an ihren Erfahrungen teilnehmen lässt und uns auch noch ein bisschen schildert, wie man das Thema Wiedereinstieg auch systematisch im Unternehmen implementieren kann. Dazu aber später mehr. Was genau erwartet Sie jetzt? Genau, guten Morgen. Guten Morgen.
Was erwartet Sie jetzt in der kommenden Stunde? Zunächst mache ich eine super kurze Vorstellung des Unternehmensnetzwerks, denn ich habe gesehen, die meisten von Ihnen kennen es schon sehr gut und sind Netzwerkmitglieder, daher fasse ich mich da sehr kurz. Dann folgt der Impuls von Katja Schumacher, wie Sie als Unternehmen den Wiedereinstieg erfolgreich gestalten können. Und wir werden permanent auch Zeit für Ihre Fragen haben. Das heißt, für Sie auch nochmal der Hinweis, Sie können permanent Ihre Fragen in den Chat schreiben. Ich werde da immer einen Blick drauf haben und zu gegebener Zeit auch die Fragen an unsere Referentin stellen können. Also nutzen Sie diesen Chat und stellen Sie gerne Ihre Fragen. Wie angekündigt, das Blitzporträt. Ich husch da jetzt wirklich mal schnell durch. Möchte Ihnen nur sagen, 7.685 Mitglieder verzeichnen wir gerade jetzt in dieser doch brisanten Zeit, auch verzeichnen wir einen enormen Anstieg. Und es ist einfach traurig der Grund, aber schön zu wissen, dass immer mehr Unternehmen sich darüber bewusst werden, wie wichtig es ist, eine familienorientierte Unternehmenskultur zu etablieren und was für nachhaltige Vorteile auch man dadurch als Unternehmen hat in Bezug auf Arbeitgeberattraktivität, aber natürlich auch, um schnell und gut auf solche Krisen wie jetzt reagieren zu können. Wir haben spannende Unternehmen im Netzwerk, die wir porträtiert haben für Sie, um Ihnen zu zeigen, wie Unternehmen unterschiedlicher Branche mit dem Thema Corona umgegangen sind und wie Familienorientierung dabei auch geholfen hat. Schauen Sie ja mal dafür auf diese Webseite, die sogenannte Corona-Toolbox, und lassen Sie sich da gerne inspirieren. Thomas Meyer hat den Link für Sie auch nochmal in den Chat geschrieben. Da können Sie auch schon mal das Browserfenster öffnen und im Nachgang sich das nochmal anschauen. Sie wissen, wir sind auf allen Social-Media-Kanälen stark vertreten. Den YouTube-Kanal hat Thomas Meyer schon angesprochen. Da finden Sie auch spannende Webseminare aus den vergangenen Tagen, wo wir für Sie Themen aufbereitet haben zum Thema mobiles Arbeiten, auch zum Thema, wie macht man Familienorientierung sichtbar. Also eine Fülle ist da für Sie hinterlegt, die Sie natürlich kostenfrei nutzen dürfen. Genau, wenn Sie da noch Fragen zu haben und Anregungen, schreiben Sie die auch gerne in den Chat. Ja, ich möchte nicht zu viel verraten, aber wir haben ja jetzt übernächste Woche unsere große Vereinbarkeitswoche unter dem Motto Vereinbarkeit als Kompass in bewegten Zeiten, haben wir für Sie ein super spannendes Programm zusammengestellt. Seit letzten Freitag können Sie sich auch Ihr persönliches, individuelles Programm zusammenstellen. Thomas Meyer wird Ihnen jetzt nochmal die Seite zu dieser Veranstaltungsplattform in den Chat schreiben. Auch da freuen wir uns natürlich über Ihre Teilnahme und hoffen, dass für Sie auch was Spannendes dabei ist. Hier sehen Sie nochmal das ganze Team vom Netzwerkbüro, Erfolgsfaktor Familie, und im Namen dieses tollen Teams möchte ich Sie hier auch nochmal ganz herzlich begrüßen. So, jetzt habe ich Ihnen nochmal was mitgebracht, was auch gleich auf unser Thema hinleitet. Wir haben eine Netzwerkmitgliederbefragung gemacht, an der Sie ja auch mitgemacht haben, und haben da einfach mal spannende Zitate mitgebracht. Zum einen dieses hier: die Anforderungen von Beschäftigten mit familiären Aufgaben, insbesondere Kinderbetreuung und Pflege, müssen in jedem Fall mitgedacht werden, um wirklich erfolgreich zu sein. Also hier stellt ein Netzwerkmitglied wirklich den Erfolg in Zusammenhang mit der Familienorientierung. Auch hier sagt ein Netzwerkmitglied, es ist erstaunlich, wie schnell Mitarbeiter mit großer Kreativität Lösungen für ihre Bereiche finden, insbesondere dann, wenn signalisiert wird, dass Familie an oberster Stelle wird. Und den Wiedereinstieg erfolgreich zu gestalten, ist genau ein Baustein einer solchen familienorientierten Unternehmenskultur, die auch hier ein Netzwerkmitglied genannt hat, dass das ein zentraler Erfolgsfaktor ist, auch insbesondere in Zeiten mit starken Umbrüchen. Insofern haben wir uns heute gedacht, dass wir das Thema Wiedereinstieg
heute zum Thema machen und Ihnen auch wertvolle Tipps mit an die Hand geben. Bevor wir jetzt zu unserem Impuls kommen, habe ich jetzt eine Frage an Sie, liebe Teilnehmende. Und zwar würden Sie uns mal hier in dieser kurzen Umfrage mal sagen, wenn Sie schon mal eine familiäre Auszeit genommen haben, sei es durch Elternzeit, Pflegezeit, was auch immer, wie zufrieden waren Sie denn mit Ihrem Wiedereinstieg? Wie ist das bei Ihnen gelaufen? Waren Sie da sehr zufrieden, eher zufrieden oder gar unzufrieden? Und genau, wenn Sie so gut sind, hier an dieser Umfrage mitzumachen, dann freuen wir uns da auf Ihre Hinweise, dass wir auch mal Ihre Einschätzung kennen. Wie ist es denn eigentlich bei Ihnen gelaufen? So, ich danke Ihnen, dass Sie hier schon zahlreich mitgemacht haben. Ich möchte Ihnen jetzt mal die Ergebnisse präsentieren. Dankeschön. Wir haben hier eine ganz bunte Mischung, Frau Schumacher. Ich sag mal, 30% unserer Teilnehmenden waren sehr zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrem Wiedereinstieg. 16% eher zufrieden, 9% leider unzufrieden und 44% haben keine Angabe gemacht. Aber so haben wir schon mal den Eindruck, wie vielfältig die Erfahrungen sind mit dem Thema Wiedereinstieg jetzt aus einer persönlichen Perspektive. Ich möchte jetzt auch Frau Schumacher gerne an Sie überleiten und wir freuen uns auf Ihren Input, aber Sie haben uns jetzt dazu auch noch was zu erzählen zu dem Thema persönlicher Eindruck, nicht wahr? Genau, also für uns war das jetzt ganz wertvoll zu sehen, liebe Teilnehmer, wie das bei Ihnen eigentlich war, sofern Sie schon mal von dem Thema betroffen waren. Und wir haben nämlich tatsächlich wenig gefunden an validem Material, was etwas darüber aussagt, wie sind eigentlich die Beschäftigten in Deutschland zufrieden mit ihrem eigenen Wiedereinstieg. Und deshalb habe ich auch noch mal eine kleine Umfrage gemacht in meinem sozialen Netzwerk. Es sind immerhin 100 Stimmen zusammengekommen und hier sehen Sie eigentlich ein ganz schönes Ergebnis, nämlich dass 56% zufrieden waren mit ihrem Wiedereinstieg, immerhin. Aber wir sehen auch, es ist noch Luft nach oben. Ne? Also 44% waren leider nicht zufrieden mit dem Wiedereinstieg. Und ich habe dann auch noch mal gefragt, vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen definieren. Woran lag es denn, dass ihr zufrieden wart oder vielleicht auch nicht zufrieden wart? Und dazu habe ich hier erstmal ein Beispiel mitgebracht, was eher ein Negativbeispiel ist, nämlich von einer jungen Frau, die in ihrer Elternzeit sogar noch mal studiert hat, Bankwirtschaft, um eben bei ihrem Arbeitgeber einer Bank dann wieder optimal einsteigen zu können und da auch weiter Karriere machen zu können. Nur, dass die Bank da leider nicht mitgespielt hat. Ne? Also sie hätte dann entweder von 14 bis 18 Uhr jeden Tag arbeiten müssen beim Wiedereinstieg oder mit einer Gehaltsrunterstufung klarkommen müssen und einer Stelle am Schalter vormittags, was vielleicht nicht unbedingt ihrem Anspruch an Arbeit, an ihre Arbeitsstelle gerecht wurde. Und das lief dann leider auch auf eine gerichtliche Einigung oder eben nicht Einigung hinaus. Ja, schade. Muss nicht sein. Deshalb habe ich hier auch noch zwei positive Beispiele mitgebracht. Und das fand ich nochmal einen mega tollen Input auch für Maßnahmen beim Wiedereinstieg. Die Elternzeitvertretung, die durfte hier noch länger bleiben, wurde nämlich nochmal für 6 Monate verlängert, sodass diese Mitarbeiterin hier super einsteigen konnte, zunächst mit reduzierter Arbeitszeit und dann eben auch den Stress nicht hatte, was ist, wenn mein Kind mal krank wird oder wenn ich irgendwo mit den Aufgaben nicht klarkomme, dass ich immer noch Unterstützung habe von meiner Elternzeitvertretung. Und auch das Thema Homeoffice sowie Gleitarbeitszeit hat diese Arbeitnehmerin hier als besonders unterstützend empfunden und war dann sehr zufrieden. Drittes Beispiel fängt jetzt nicht so positiv an, weil
da der Arbeitgeber auch nicht so viel Flexibilität anbieten konnte und die Dame sich dann entschieden hat, noch in der Elternzeit den Arbeitgeber zu wechseln. Die ist nämlich im 6. Monat der Elternzeit dann mit 25% Arbeitszeit bei einem anderen Arbeitgeber wieder eingestiegen. Und sagt aber auch, dass es für sie eine total willkommene Abwechslung zum Muttersein eben war, dann auch schon wieder mit einer geringen Stundenzahl einzusteigen. Auch ein ganz tolles Moment für einen erfolgreichen Wiedereinstieg, wenn das möglich ist. Ja. Ja, an der Stelle interessiert uns nochmal, wenn Sie da auch nochmal uns einen Hinweis geben, in welcher Funktion Sie denn heute hier teilnehmen an diesem Webseminar. Ne? Sind Sie eine Unternehmerin, ein Geschäftsführer, Führungskraft, Personalverantwortliche im HR-Bereich oder betriebliche Interessensvertretung, also Vertretung aus dem Betriebsrat, Gleichstellungsbeauftragte oder vielleicht selbst ein Elternteil im Wiedereinstieg? Oder gehören Sie zu einer sonstigen Gruppe? Da können Sie uns auch gerne in den Chat schreiben, zu welcher Gruppe Sie gehören oder welcher Funktion Sie heute hier sind. Genau, danke, dass Sie uns da auch einen Hinweis geben. Somit wissen wir auch, wer uns da gegenüber sitzt, unsichtbarerweise. Und ich präsentiere Ihnen mal die Ergebnisse. Also knapp die Hälfte unserer Teilnehmenden sind aus dem HR-Bereich. Wir haben auch aber betriebliche Interessensvertretung hier, also Betriebsrat, Gleichstellungsbeauftragte. Genau, bei den 19% Sonstige dürfen Sie uns gerne nennen, aus welchem Bereich Sie kommen. Ja, und wir haben aber auch Unternehmerinnen, Geschäftsführende, Führungskräfte da. Das ist spannend für uns zu wissen. Dankeschön fürs Mitmachen. Und wir machen weiter im Programm, Frau Schumacher. Genau. Also jetzt haben wir einige Zahlen, Daten, Fakten über unsere Teilnehmer. Auch schön zu wissen, dass so viele Personaler hier sind, weil Sie haben das letztendlich in der Hand, das auch in Ihrem Unternehmen zu gestalten. Und das ist wunderbar. Vielleicht noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten von unserer Seite für Sie. Wie viele Elterngeldempfänger habe ich eigentlich, haben wir momentan in Deutschland? Das sind nämlich 1,9 Millionen Menschen, Eltern, die gerade Elterngeld empfangen. Oder das gilt jetzt hier für 2019. Genau. Und wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, davon sind 72% Empfänger des normalen, in Anführungszeichen, Basiselterngeldes. Und es gibt ja aber auch noch andere Formen von Elterngeld mittlerweile, nämlich das Elterngeld Plus. Sie wissen, beim Elterngeld Plus ist es so, dass man aus einem Elterngeldmonat zwei halbe Elterngeld plus Monate machen kann und dann auch schon wieder eine gewisse Stundenzahl arbeiten kann in der Zeit. Das sind knapp 30%, 27,8%, die das nutzen. Und ich finde, da ist auch noch Luft nach oben. Ja? Noch mehr bei dem Thema Elterngeld plus mit Partnerschaftsmonaten. Da geht es darum, dass sich beide Elternteile das aufteilen, sodass die insgesamt mindestens 4 Monate gemeinsam diese Monate in Anspruch nehmen und da eben auch maximal 25 bis 30 Stunden arbeiten in diesen gemeinsamen Monaten. Ne? So kann man das Elterngeld Plus dann nochmal länger beziehen. Und ich finde gerade diese partnerschaftliche Aufteilung von Elternzeit, die dadurch eben ermöglicht wird, ist ein ganz wichtiges Moment auch für Vereinbarkeit und für einen erfolgreichen Wiedereinstieg. Und deshalb würde ich persönlich mich freuen, wenn hier ein bisschen höhere Zahlen, Nutzungswerte von diesem Elterngeld Plus zu finden wären. Das ist vielleicht dann auch eine Frage, wie Sie auch an die Personaler hier nochmal die Botschaft, wie Sie das ihren Eltern vielleicht auch ein bisschen unterstützend darbieten, die Informationen zu dem Thema Elterngeld. Okay. Ja, wer geht denn eigentlich in Elternzeit? Wie ist es aufgeteilt?
Wenn wir uns das Thema für 2018 anschauen, dann sehen wir bei Kindern unter 3 Jahren, da gibt es insgesamt 20,9% der erwerbstätigen Eltern, die in Elternzeit sind. Davon sind es dann 2,7% Männer und ganze 42% Frauen. Also auch hier können wir an der Verteilung durchaus noch ein bisschen arbeiten, finde ich. Wenn die Kinder jünger als 6 Jahre sind, sind es immer noch 12,6% in Elternzeit. Und davon sind es 1,6% Männer und 24,5% Frauen. Interessant ist aber, wenn man sich das über die Jahre anschaut, wie das wächst, wächst das bei den Männern recht stark. Also 2009 wäre hier eine 0,9 gestanden. Ja, also es hat sich annähernd verdoppelt. Und ich würde mal sagen, jetzt haben wir 2020, das ist weiter steigend, während sich das bei den Frauen von 20% auf, von 2009 20% hier zu 24,5% nur gesteigert hat. Da ist es gar nicht mehr so stark gewachsen. Genau. Ja, wie sieht das denn aus? Väter in Elternzeit. Immer mehr Väter nehmen Elternzeit. Das sieht man hier ganz schön. 2008 waren das nur 20,8%. Hier diese Statistik ist von 2014. Da waren es immerhin schon 34,2%. Und ich denke, auch da ist die Tendenz steigend. Ja, und wenn Sie an diese Gruppe dann denken, an die Väter, die Elternzeit nehmen, auch die müssen ja erfolgreich wieder integriert werden. Dazu gehört zur Integration vor allen Dingen auch eine Wertschätzung von den Fähigkeiten, die diese Väter oder überhaupt Mitarbeiter in ihren Elternzeiten oder Familienauszeiten erwerben. Ich denke da an Organisationstalent, Belastbarkeit, Empathie, alles Dinge, die man auch im Arbeitsleben sehr gut gebrauchen kann. Und ich denke dann auch an den Christian Berg von der Albright-Stiftung, den wir im letzten Jahr gehört haben beim Erfolgsfaktor Familie, beim Unternehmertag. Der hat nämlich erzählt, wie das in Schweden ist. Da ist das ganze Thema partnerschaftliche Aufteilung der Elternzeit gesetzlich und gesellschaftlich vor allem auch viel mehr etabliert schon. Und da ist es tatsächlich so, wenn man in dem Lebenslauf eines Vaters sieht, der hat gar keine Elternzeit genommen, dann ist es eher, wird das eher negativ gesehen. Ja, weil dann hat man vielleicht auch wertvolle Erfahrungen verschenkt. Das ist meine Ansicht dazu. Ja, gut. Dann haben wir aber noch ein anderes Thema. Es geht ja gar nicht immer in den Familienauszeiten nur um das Thema Elternzeit, sondern es geht auch um das Thema Pflegezeit. Und wenn man sich das hier mal anschaut, 2017 sind die Werte jetzt, da gab es 3,4 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland. Und Sie sehen, der Balken ist hier nochmal aufgeteilt in Versorgung zu Hause und Versorgung in Heimen. Und es ist ein sehr großer Teil an Pflegebedürftigen, die tatsächlich von zu Hause aus gepflegt werden. Und wer macht das? Das machen in der Regel die Angehörigen. Und viele von diesen Angehörigen sind natürlich auch noch erwerbstätig und nehmen dann hier eine Pflegezeit oder auch das Thema Familienpflegezeit in Anspruch. Dazu fällt mir auch nochmal ein, Frau Kirschbaum, Sie hatten dazu auch ein oder zwei Webinare schon. Wer dazu nochmal genauere Informationen haben möchte, vielleicht können Sie das auch nochmal hier in den Chat schreiben. Ein ganz wichtiges Thema nochmal da auch hinzugucken. Ja. Ne? Und dann haben wir natürlich auch aus dem Bereich unheimlich viele Wiedereinsteiger, die können nämlich entweder 6 Monate oder wenn es darum geht, eine Sterbebegleitung zu machen, dann sind es 3 Monate komplett der Arbeit fernbleiben und müssen dann natürlich auch wieder integriert werden. Und auch das ist ein wichtiges Thema. Genau. So, dazu vielleicht nochmal die Quellen. Wenn Sie selber
sich da nochmal informieren möchten oder vielleicht auch Informationsmaterial für ihre Mitarbeiter erstellen wollen. Sie finden das natürlich zum Thema Elternzeit, Elterngeld in dem Bundeselternzeit- und Elterngeldgesetz, das es jetzt seit 2007 gibt. Und wichtig ist da auch nochmal die Abstufung zum Thema Elterngeld Plus. Und rund um das Thema Pflegezeit, Familienpflegezeit, eben im Pflegezeitgesetz und dem Familienpflegezeitgesetz. Genau. So. Und jetzt gucken wir uns das Thema Wiedereinstieg doch mal am lebenden Beispiel, sprich in unseren Unternehmen an. Ich habe dazu für Sie ein Haus gebaut. Ein Haus stellvertretend für eine familienfreundliche Unternehmenskultur. Wenn Sie sich das jetzt so anschauen, hier oben sind natürlich jede Menge Faktoren, die man im Unternehmen machen kann für Familienfreundlichkeit. Aber das Fundament des Ganzen, das ist immer der Wiedereinstieg aus der Familienzeit. Und das ist deshalb so wichtig, dass ich das Thema erstmal safe habe und das optimal gestalte, weil das ist für die Wahrnehmung des Mitarbeiters von der tatsächlichen Familienfreundlichkeit seines Unternehmens, ist es eben das Fundament. Und wenn hier was nicht stimmt, dann werden vielleicht auch die weiteren Maßnahmen, die man hier oben irgendwo trifft, zum Beispiel bei Arbeitszeit, Arbeitsort, ganzen Führung und Kommunikation im Unternehmen, werden gar nicht mehr so positiv wahrgenommen, wenn ich meinen Wiedereinstieg nicht positiv erlebe und wertschätzend erlebe als Mitarbeiter. Ich glaube, wir haben dazu noch eine Frage mitgebracht, Frau Kirschbaum. Ja, genau, wir wollten an der Stelle die Teilnehmenden noch mal fragen, welche Maßnahmen aus Ihrer Sicht erfolgreich sind, richtig? Genau, richtig. Genau, vielleicht, Sie haben ja sind ja überwiegend Personalerinnen, Personaler oder Führungskraft und damit mit dem Thema auch schon recht gut betraut. Da ist uns Ihre Einschätzung nochmal wichtig, was Sie denken, welche Maßnahmen aus Ihrer Sicht besonders wirksam für einen erfolgreichen Wiedereinstieg sind. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da eine Tendenz sehen, ob es da eine homogene oder heterogene Meinung unter Ihnen gibt und was Sie sagen, was besonders erfolgreich ist. Wenn wir hier was jetzt nicht aufgezählt haben, dann schreiben Sie uns gerne auch noch in den Chat, was Sie als erfolgreich wahrgenommen haben bislang. So, danke fürs Mitmachen wieder mal. Genau, Frau Wilms sagt auch, das Kontakthalten sei sehr wichtig. Ja. Und das ist richtig, das haben wir hier nicht aufgeführt. Das ist, denke ich, ein wesentlicher Punkt. Und was ich jetzt sehr spannend finde, Frau Schumacher, ist, dass wir hier gar kein einheitliches Bild haben, sondern dass sich unsere Teilnehmenden einig sind, dass sie sich uneinig sind. Nein, Spaß. Also, dass hier unterschiedliche Erfahrungen gemacht worden sind, dass zum einen Teilzeit als erfolgreich wahrgenommen wird, zum anderen das mobile Arbeiten. Vielleicht ist es auch so, dass gerade die Kombination aus vielem ein guter erfolgsversprechend ist, aber dazu werden wir sicher gleich noch kommen. Genau, auch Herr Schneider betont nochmal, wie wichtig das Kontakthalten ist, ja, um auch den Wiedereinstieg erfolgreich zu gestalten. Genau. Wir sehen an den vielfältigen Antworten hier sicher auch, wie vielfältig eigentlich Wiedereinstieg ist und wie verschieden die Menschen sind. Also für den einen oder anderen unter uns ist es total wertvoll, im Homeoffice arbeiten zu können. Jetzt gerade auch in Corona-Zeiten haben wir das alle gesehen, wie wichtig das ist. Andererseits es ist für viele aber auch dann wichtig, den Moment zu haben, dass man die sozialen Kontakte im Büro hat und dann vielleicht auch eher ein bisschen weniger Arbeitszeit hat, Teilzeitmodell angeboten bekommt und dafür öfter im Büro ist oder eine Kombination aus beidem. Da ist wirklich jeder, der Rheinländer sagt, jeder Jeck ist anders. Ich komme aus dem Rheinland, deshalb, genau, ja.
sehr vielfältig. Hier hat auch noch jemand was geschrieben, Elternzeittreffen. Ist auch nochmal spannend. Frau Mangold war das. Genau, wir werden da im Fragenblock auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen. Da erzähle ich Ihnen, Frau Schumacher, was hier noch an spannenden Beiträgen gekommen ist. Ne? Sehen Sie, jetzt lasse ich mich doch ablenken vom Chat. Ne, gut, dann machen wir mal weiter. Was gilt es denn eigentlich zu beachten, wenn ich den Einstieg meiner Mitarbeiter erfolgreich gestalten möchte? Ich habe da immer hier meine Pyramide dabei, wenn ich mit Unternehmen darüber spreche, weil ich habe ja verschiedene Interessen, die ich integrieren muss. Ich habe natürlich zunächst mal meinen Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin im Blick, die zurückkommt nach ihrer Auszeit. Und da sind natürlich Interessen, da haben sich Rahmenbedingungen verändert. Und das muss ich natürlich integrieren in meine Betrachtung. Aber da kommen ja auch noch andere Dinge ins Spiel. Und zunächst mal sind das natürlich auch ganz klar die Unternehmensinteressen. Weil mein Unternehmen ist natürlich daran interessiert, dass trotzdem die Prozesse weiter gut laufen, dass Ziele erreicht werden, Qualitätsziele, Quantitätsziele, auch mit jetzt veränderten Rahmenbedingungen, die der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hier reinbringen. Und dann habe ich aber noch eine dritte wichtige Position, und das ist nämlich das Team, in das der Mitarbeiter wieder zurückkommt. Und ich finde das extrem wichtig, das Team in den Prozess, in den Wiedereinstiegsprozess mit einzubeziehen, weil ich höre oft aus Firmen, wenn da ein Mitarbeiter zurückkommt, zum Beispiel in Teilzeit, dass dann Befürchtungen im Team sind, okay, da muss ja jeder Einzelne von uns jetzt eine Mehrbelastung in Kauf nehmen, weil die Arbeit jetzt anders verteilt werden muss, ne? Und dass dann auch so ein bisschen Zweifel und vielleicht auch ein bisschen Misstrauen entsteht. Und ich finde, dem kann man immer gut entgegenwirken, indem man das Team einbezieht und da gemeinsam Lösungen findet, wie die Arbeit denn jetzt verteilt und effizient erledigt werden kann. Und und dann habe ich da eben schon diese verschiedenen Interessen integriert. Ja. Ja, an der Stelle haben wir auch noch mal eine Frage an Sie. Wenn Sie, viele von Ihnen sind ja Führungskräfte und haben Personalverantwortung. Die Frage an Sie, da schreiben Sie uns doch gerne mal in den Chat. Was kann denn eine Führungskraft konkret für den erfolgreichen Wiedereinstieg eines Teammitglieds tun? Wenn Sie uns da mal Ihre Erfahrung teilen, unser Netzwerk lebt ja vom Erfahrungsaustausch, schreiben Sie das gerne in den Chat. Hier schrieb auf jeden Fall auch schon mal Frau Mangold, dass vor Corona es regelmäßig Elternzeittreffen gab, an denen auch die Geschäftsführung teilgenommen hat. So, also hier in dem Unternehmen wird auch deutlich, dass den Führungskräften das Thema wichtig ist. Und auch was Frau Dimpfelmeier hier geschrieben hat im Chat ist, dass sie insbesondere den ersten Tag, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus der Familienzeit wiederkommen, dass sie den sehr umfangreich und wertschätzend gestalten. Also Frau Dimpfelmeier, können Sie uns ja auch nochmal schreiben, wie Sie diese Wertschätzung ausdrücken, in welcher Form, ne? Was machen Sie genau? Ja. Also Sie haben nochmal die Möglichkeit, uns zu schreiben und auch damit den anderen Teilnehmenden Hinweise zu geben, wie Sie es in Ihrem Unternehmen gut machen, was für Erfahrungen Sie sammeln. Genau, da können wir dann auch später in der nächsten Fragenrunde nochmal drauf eingehen und das aufgreifen. Ich sehe, hier schreiben einige. Dann warten wir nochmal kurz, was hier für tolle Beiträge noch kommen. Ja. Das ist vielleicht auch noch mal ein Hinweis, Frau Schumacher, dass wir ja als Netzwerk Erfolgsfaktor Familie immer versuchen, das mit und voneinander Lernen auch möglich zu machen, weil nicht jeder muss das Rad neu erfinden. Ja, und deswegen nutzen wir jetzt auch diesen Chat. Genau, hier schrieb auf jeden Fall noch mal die Frau Mangold,
dass es hilfreich ist, über den Umfang der Aufgaben und den Teilzeitfaktor regelmäßig zu sprechen. Also, dass man das immer mal wieder in regelmäßigen Abständen überprüft. Und Frau Zumfeld hat auch nochmal aufformuliert, dass am ersten Tag ein Frühstück zum Beispiel gemacht wird, auch eine Präsentation, was sich alles verändert hat während der Abwesenheit, was gibt es Neues, neue Kollegen, neue Tools. Das ist, denke ich, zum Wiedereinstieg eine sehr erfolgreiche Maßnahme. Und Frau Krüger betont auch nochmal, wie wichtig ist, das Rückkehrgespräch rechtzeitig zu vereinbaren. Ja. Ja, danke. Das sind wirklich wertvolle Hinweise. Danke, dass Sie die mit uns und den anderen Netzwerkmitgliedern teilen. Und genau, ich gehe noch auf den Satz ein, den Frau Dimpfelmeier sagte, und dann gehen wir weiter im Programm, Frau Schumacher. Wir haben ja noch einige Maßnahmen, die wir vorstellen wollen, über die jetzt unsere Teilnehmenden nennen, hinaus. Frau Dimpfelmeier sagt, wir kündigen den ersten Arbeitstag im Mitarbeiterportal an. Wir haben auch eine Mitarbeiterzeitung. Am ersten Tag gehen wir gemeinsam durch das Haus. Ah, Sie sind in Altenheim, okay. Vorab gibt es ein Kennenlernen mit dem Team. Ja, und das, genau, Sie hatten in der letzten Zeit eine hohe Fluktuation. Das ist bedauerlich und sicher auch eine schwierige Zeit für Sie. Genau, Frau Hanning hat auch nochmal ausformuliert, dass das Kontakthalten und die rechtzeitigen Rückkehrgespräche und das Angebot von Möglichkeiten auch kommuniziert wird. Dankeschön für die Hinweise. Wir gehen weiter im Programm, Frau Schumacher, und Sie stellen jetzt auch nochmal ein paar Maßnahmen vor, was darüber hinaus, was unsere Netzwerkmitglieder hier jetzt uns genannt haben, noch möglich ist, wie man denn wieder gestalten kann. Ja, also einige Dinge, die ich jetzt hier gehört habe, greife ich auch gleich nochmal auf. Und was ich aber oft so hinaushöre, wenn ich mich mit Unternehmen darüber unterhalte, wieder Einstieg, dann hat man wirklich schon so den ersten Arbeitstag des Mitarbeiters vor Augen. Und ich sage aber immer, Mensch, aber der Wiedereinstieg, der fängt ja eigentlich schon in dem Moment an, wo ich überhaupt sage, dass ich gehe als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei einer Schwangerschaft, bei einem Pflegefall in der Familie. Und wie wird so ein Gespräch geführt oder wie fühlt sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in so einem Gespräch? Und ich kenne das jetzt aus der eigenen Erfahrung mit zwei Schwangerschaften und auch aus der Erfahrung von vielen Kolleginnen, Mitarbeiterinnen der Firma, in der ich als Personalerin war, die dann hier zum Chef mussten und sagen mussten, oh, ich bin jetzt übrigens schwanger, ich bin dann im nächsten Mal weg. Und da ist so eine Unsicherheit oft dabei und dieses kleine schlechte Gewissen, was man dann mit in so ein Gespräch nimmt, das ist ganz oft sehr stark vorhanden. Und da können Führungskräfte, Vorgesetzte, Personaler, glaube ich, unheimlich viel tun, um hier schon Wertschätzung rüberzubringen, also so, dass der Mundwinkel dann vielleicht am Ende des Gesprächs hier eher nach oben zeigt. Und das finde ich für das ganze weitere Erleben der Auszeit und des Wiedereinstiegs super wichtig. Wie wird so ein Gespräch geführt? Genau. Ja, dann geht es weiter. Wir hatten das, ich habe das auch gelesen in den Antworten auf meine Umfrage, da sagte auch eine junge Frau, sie hat von ihrem Arbeitgeber schon so viel Informationsmaterial am Anfang bekommen zum Thema gerade Elterngeld, Elternzeit. Es ist wahnsinnig kompliziert für viele, sich da durchzuboxen und es ist so schön, wenn man da Unterstützung vom Arbeitgeber bekommt, von der Personalabteilung. Sicherlich das Gleiche auch, wenn es um das Thema Pflegezeit geht. Und hier solche Gesetzestexte, die dann vielleicht in abgekürzter Form hier wiedergegeben werden, sind natürlich immer noch kompliziert. Schön ist es, wenn ich vielleicht so eine Checkliste bekommen kann von einer Personalabteilung, die mir das schon ein bisschen aufbereitet hat. Wann muss ich was beantragen, einreichen, wo muss ich damit hin? Es ist super hilfreich. Gibt es die Broschüren auch online, lese ich hier gerade. Vielleicht können wir dazu auch noch mal was. Oh, Schumacher, das habe ich alles im Blick. Also, Sorry, ja, ich lasse mich nicht mehr ablenken. Und hier, das Thema Kontakthalteprogramm
Dazu gibt es auch ein wunderschönes Webinar von Ihnen, Frau Kirschbaum, das habe ich mir schon angeguckt. Das wurde eben auch gesagt, ne? Also Kontakt halten während der Auszeit ist super wichtig, ob das Betriebsfeiern sind oder eine Einladung in den Betrieb für Eltern zu kleinen Workshops oder Veranstaltungen oder einfach nur mal ein offizieller Anruf. Das geht alles und das ist super wichtig. Vor allen Dingen, gestern habe ich mit einem Coachie gesprochen, der sagte, der fühlte sich so richtig weg vom Fenster und hat gedacht, die denken alle gar nicht mehr an mich. Und der ist jetzt wieder zurück und ist total glücklich, dass sie sich alle so freuen. Aber während seiner Elternzeit hat er wenig von denen gehört, von seinen Kollegen oder Vorgesetzten. Dadurch auch so eine Unsicherheit gehabt beim Wiedereinstieg. Ne? Also melden Sie sich bei Ihren Leuten zwischendurch und behalten Sie die im Blick und zeigen Sie denen, dass die immer noch wichtig sind für das Unternehmen und dass man sich darauf freut, die bald wieder zu begrüßen. Das ist auch was ich unheimlich gerne empfehle, Mentoren einzusetzen. Mentoren können entweder schon oder und, also können schon in der Elternzeit begleiten und auch beim Kontakt halten helfen. Und Mentoren können dann aber auch, wenn der Mitarbeiter wieder im Boot ist oder ins Boot geholt werden muss, dabei unterstützen. Ne? Also zum Beispiel diesen ersten Rundgang am ersten Tag machen und für Fragen in den ersten Wochen immer wieder zur Verfügung stehen für den Mitarbeiter. Das Rückkehrgespräch, haben wir eben gehört, dass das rechtzeitig stattfinden soll, auf jeden Fall. Also auch gerne zwei Rückkehrgespräche führen. Ich kann ja theoretisch schon ein Gespräch führen, ganz am Anfang oder kurz bevor der Mitarbeiter in die Auszeit geht, um zu hören, wie er sich den Einstieg dann vorstellt oder die Mitarbeiterin, wenn sie zurückkommt. Und natürlich kann sich da einiges an den Rahmenbedingungen ändern. Und dann halte ich eben nochmal das offizielle Rückkehrgespräch einige Zeit vom ersten Wiedereinstiegstag. Da sollte es dann gehen darum, Erfahrungen zu hören. Wie ist es der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter ergangen in der Auszeit? Was sind vielleicht jetzt so an Erkenntnissen gewonnen worden oder an Fähigkeiten, die der Mitarbeiter jetzt auch wieder mit einbringen kann? Dann muss ich natürlich die Erwartungen abklären, sowohl die Erwartungen des Mitarbeiters an den Wiedereinstieg und an seinen zukünftigen Verbleib im Unternehmen, aber auch die eigenen Erwartungen an den Mitarbeiter sollte ich natürlich formulieren und da einen Abgleich durchführen. Das Thema Arbeitszeit ist ein unheimlich wichtiges Thema für so ein Gespräch. Wünscht der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich ein Teilzeitmodell oder auch Arbeitsort, mobiles Arbeiten? Das sind alles wichtige Dinge, die in so ein Gespräch einfließen sollten. Die Aufgaben, die in Zukunft übernommen werden, ob das die alten Aufgaben sind, ob da neue Aufgaben sind, ob sich da was geändert hat, haben wir auch eben gehört, dass da eine Information zu neuen Rahmenbedingungen auch immer kommen sollte. Genau. Und da denkt man vielleicht, ich stresse jetzt ja meine Mitarbeiterin oder meinen Mitarbeiter, wenn ich den hier wieder begrüße und direkt mit dem über seine weitere Laufbahn im Unternehmen sprechen möchte. Aber auch hier zeige ich auf jeden Fall eine Wertschätzung und auch ein Interesse und offene Türen, dass der Mitarbeiter hier seinen Platz weiterhin hat und sich auch weiterentwickeln kann bei uns. Das alles gehört in ein Rückkehrgespräch auf jeden Fall dazu. Genau. Na, hier hat es uns, glaube ich, was. So sieht es besser aus. Das Reboarding, so nenne ich das. Wie ist denn dann tatsächlich der Prozess? Die Mitarbeiter hat den ersten Tag wieder im Unternehmen und wie geht es eigentlich los? Begrüßungskommunikation,
Das ist was, hatten wir eben auch gelesen, dass vielleicht vorher schon was im Intranet steht oder in der Mitarbeiterzeitung steht, dass da jemand zurückkommt, damit nicht alle aus den Wolken fallen, wenn da auf einmal jemand seinen ersten Tag hat und dann wieder vorm Schreibtisch steht, hallo, da bin ich. Sondern wir sind vorbereitet und wir freuen uns auf den Rückkehrer. Dann das Thema Eingliederungsgespräch in das Team. Also das wieder, um das Team auch mit ins Boot zu nehmen und gerne auch so ein Mini-Team-Building-Event. Das kann auch so ein Frühstück sein, wie eben geschildert von einer Teilnehmerin. Oder wir gehen abends zusammen Burger essen und eine Runde Bowling spielen oder irgendwas. Das muss nichts Riesengroßes sein. Aber schon irgendwie was Schönes, was Gemeinsames, um denjenigen wieder ins Boot zu holen. Auch im Team kann ich einen Mentor oder einen Paten demjenigen an die Seite stellen, der vielleicht auch darüber informiert, was hat sich denn alles geändert oder wer ist neu im Unternehmen und da nochmal vorstellen kann. Und letztendlich immer ganz wichtig, dass ich auch gucke, habe ich das Ganze denn jetzt umgesetzt, dass ich als Führungskraft dann auch nochmal zu dem Mitarbeiter oder zu der Mitarbeiterin hingehe und sage, wie waren denn deine ersten Wochen? Gibt es noch irgendwelche Schwierigkeiten? Wo kann ich dich noch unterstützen? Auch das, den Realitätscheck sollte man nicht vergessen. So, das waren jetzt jede Menge Maßnahmen und einige haben wir ja vorher schon hier im Chat gehört von Ihnen. Ich habe das hier nochmal auf eine Folie gebracht. Nehmen Sie das bitte gerne mit und ergänzen Sie das durch eigene Maßnahmen oder durch die Maßnahmen, die Sie ja gehört haben. Nehmen Sie davon mit, was Sie umsetzen können in Ihrem Unternehmen und machen Sie sich doch so ein kleines Return-Handbuch daraus, wo Sie solche Maßnahmen eben nochmal definieren für Ihr Unternehmen und dann da immer Ihren, ja, einfach einen Leitfaden und wirklich einen Prozess haben, wie hole ich meine Leute wieder ins Boot. Und zum Thema Prozess, also zu solchen Maßnahmen, gehört, glaube ich, das immer dazu, dass man ganz genau einen Plan hat, wie organisiere ich das, wie setze ich das um und habe ich auch wirklich an alles gedacht und dazu eben so einen Prozessleitfaden hier nochmal für Sie, mit dem ich eigentlich jede Maßnahme erledigen kann. Beispielsweise das Rückkehrgespräch. Wir haben eben gehört, dass das rechtzeitig stattfinden muss. Man muss sich vielleicht auch entscheiden, wie führe ich das, in welchem Setting. Könnte das auch extern irgendwo in einem Restaurant mit dem Mitarbeiter führen oder momentan findet es vielleicht häufig über Zoom statt, weil ich aus Corona-Gründen immer noch im Homeoffice arbeite im Unternehmen. Hier entscheidet man sich für ein Inhouse-Personalgespräch. Wer ist denn eigentlich daran beteiligt? Also da soll der Vorgesetzte rein und der Mitarbeiter und immer gerne noch als dritte Person jemand von der Personalabteilung, Personalreferent zum Beispiel. Und den habe ich in dem Fall hier fett markiert, damit wir auch wissen, wer sich um das ganze Organisatorische kümmert, wer den Mitarbeiter einlädt und vielleicht einen Raum dafür blockt. Genau. Und natürlich, wann das Ganze stattfinden soll, hier beispielsweise der 15.09. Und letztendlich kann ich hier dann hoffentlich einen Haken drunter setzen und gucke, ob das alles erfolgreich erledigt ist. Also das auch gerne nochmal mitnehmen für Ihr Return-Handbuch. Genau. Ja, ich kann an der Stelle auch nochmal unsere Teilnehmenden motivieren, dass sie gerne ihre Fragen auch noch in den Chat schreiben dürfen und können. Und mich aber auch bedanken an der Stelle für die wertvollen Tipps, die Sie hier parallel auch in den Chat schreiben. Und genau, während unsere Teilnehmenden hier auch die Möglichkeit nochmal haben zu schreiben, Frau Schumacher, würde ich sagen, bitte ich Sie doch nochmal weiter im Programm zu machen mit Blick auf die Zeit. Ja, dass wir dann am Ende auch noch ein paar Minuten Zeit für die Fragen der Teilnehmenden haben. Genau. Ja, also wer sind eigentlich die Unterstützer, wenn jemand zurückkommt?
für die erste Zeit. Das sind natürlich die Vorgesetzten. Das ist das Team. Und da wieder wichtig für die Vorgesetzten, schaffen Sie eine offene und freundliche Stimmung und eine wertschätzende Stimmung für den Rückkehrenden und holen Sie Ihr Team da ins Boot. Das Thema Mentoren haben wir eben angesprochen. Genau. Und wenn man möchte, kann man natürlich auch über einen externen Coach oder über interne Coaches, wenn man die im Unternehmen hat, Hilfe leisten. Also gerade bei Führungskräften wird es oft genutzt, die eben dann auch mit Themen wiederkommen wie Führen in Teilzeit oder Vereinbarkeit und Vollzeit, wie auch immer. Also da kann man jede Menge Themen bearbeiten und den Mitarbeiter auch unterstützen dabei. Letztendlich, das ist immer so ein externer Faktor beim Mitarbeiter, das persönliche Netzwerk des Mitarbeiters. Habe ich die Betreuung, habe ich Großeltern in der Nähe, wen kann ich eigentlich noch als Netzwerk nutzen? Da kann man natürlich auch ein bisschen inspirieren und dem Kollegen dabei helfen, darüber mal zu reflektieren, wer kann mich eigentlich noch alles unterstützen. Zum Thema Kommunikation vielleicht noch zwei, drei Sachen und dann nähern wir uns schon dem Ende des Webinars. Also wichtig ist immer, dass wir Erwartungen abstecken, also sowohl die Erwartungen des Mitarbeiters, des Kollegen hören, aber auch unsere eigenen Erwartungen ganz klar formulieren und die dann miteinander in Einklang bringen. Eine wertschätzende, offene Kommunikation ist wichtig. Und dass ich natürlich auch immer Unterstützung anbiete. Ja? Okay. So. Und ich freue mich so sehr, dass alle, die Sie hier sitzen, Ihnen ist eine familienorientierte Unternehmenskultur für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig. Und wie machen Sie das? Zunächst mal, indem Sie das Engagement von Mitarbeitern für pflegebedürftige Angehörige auch ermöglichen. Also zum Beispiel auch mit einer Familienpflegezeit, dass jemand zurückkommt und sich weiter um seine Angehörigen kümmern kann und entsprechend weniger arbeitet. Oder mit dem Thema Väterengagement gezielt fördern. Auch dazu gibt es, glaube ich, nochmal Informationen in anderen Webinaren. Aber ich finde das total wichtig in Verbindung auch mit dem Thema und Mütter dann in ihrer Weiterentwicklung entsprechend im Unternehmen zu bestärken. Natürlich auch Väter, die zurückkommen. Wenn ich mir eine partnerschaftliche Vereinbarkeit angucke, ich habe neulich so ein schönes Zitat gelesen, dann geht es darum, Vätern mehr Zeit mit ihren Kindern zu ermöglichen und Müttern weniger Zeit, sodass sich das so ein bisschen in Balance bringt, das Ganze. Wir sagen im Netzwerk immer, wer Frauen fördern will, muss Vätern Angebote machen. Auf jeden Fall, genau so sehe ich das auch. Ja, und dann haben wir natürlich eine ganz besondere Gruppe nochmal alleinerziehende Mitarbeiter, weil ich bin in der glücklichen Position, meinem Partner gemeinsam Kinder zu erziehen und sich das alles aufzuteilen. Aber wie ist es denn, wenn man alleinerziehend ist? Das ist sicherlich nochmal eine andere Hausnummer. Vielleicht kann man auch da mit besonderen Angeboten, auch gerade eine Unterstützung, eine Betreuung von Kindern, nochmal weiterhelfen. Ferienbetreuung, Betriebskita und ähnliche Dinge. Und grundsätzlich habe ich aber auch Mitarbeiter, die von dem Thema Familie noch gar nicht so betroffen sind oder grundsätzlich nicht betroffen sind. Und die muss ich natürlich auch irgendwie reinholen. Ich weiß nicht, ob Frau Kirschbaum jetzt noch da ist. Ne? Also auch die muss ich reinholen. Das kann ich durch Transparenz und durch eine Einbeziehung aller Mitarbeiter machen. Ja, also auch die sollen über die Maßnahmen Bescheid wissen, die ich für Familienfreundlichkeit biete. Die sollen sich aber auch nicht vergessen fühlen und allein auf weiter Flur, sondern wenn ich das Thema Familienorientierung, Familienfreundlichkeit fördern will in meinem Unternehmen, dann muss ich auch was für Mitarbeiter anbieten, die diesen Fokus vielleicht noch gar nicht haben. Die haben den irgendwann vielleicht in ihrem Leben. Also auch das kann man betonen. Okay, du bist jetzt gerade noch nicht dran mit dem Thema, aber irgendwann gehst du vielleicht in Elternzeit oder hast pflegebedürftige Angehörige. Man kann denen aber auch andere Dinge anbieten. Ich denke immer an den Kawa Yunusi von SAP, der dann zum Beispiel von dem Hundesitter
sprach, den dort Mitarbeiter für ihre Hunde in Anspruch nehmen können. Also auch interessante Möglichkeiten, die man anderen Mitarbeitern für Work-Life-Balance anbieten kann. So, ja, das bin ich Familie, fertig. Familie sind nicht nur Kinder, sondern Familie, ja, manche sprechen ja auch überhaupt von der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Und genau, aber unser Thema ist ja heute der Wiedereinstieg und wir haben auch zwei Fragen hier im Chat, die ich gerne nochmal aufgreifen möchte, Frau Schumacher, weil wir uns ja mit großen Schritten auf die Mittagspause zubewegen. Und zwar hat die Frau Köhler gefragt, ob Sie nochmal Tipps geben können, wie sich ein Karriereknick durch die Elternzeit vermeiden lässt. Also das, denke ich, sind auch Befürchtungen, die nach wie vor bei jungen Müttern und Vätern bestehen. Was können Unternehmen tun, damit sich dieser Karriereknick vermeiden lässt? Danke für die Frage, Frau Köhler. Ja, aber ich würde noch mal interessieren, ist die Frage wirklich aus Unternehmenssicht gemeint oder auch aus der Sicht des Mitarbeiters? Was kann der Mitarbeiter tun? Grundsätzlich für beide Seiten finde ich das am wichtigsten, Erwartungen zu formulieren. Also sowohl dem Mitarbeiter zu zeigen, okay, wir haben, die Türen sind hier offen, du kannst dich hier noch weiterentwickeln, aber auch als Mitarbeiter, der sich weiterentwickeln möchte, trotz Familienauszeit oder auch gerade danach wieder mit doppeltem Engagement, dass man das auch transportiert, die Information für sein Unternehmen. Ich habe das ganz oft erlebt, dass Unternehmen ihre gerade Mitarbeiterinnen dann mit Kindern dann auf einmal so in Watte packen. Das kann Frau XY ja jetzt eh nicht mehr leisten, die hat ja Kinder. Und das stimmte oft gar nicht. Und die Frauen waren dann auch ziemlich erbost darüber, da so auf in so eine Mutti-Schublade gesteckt zu werden. Ne? Ja, diesen Tipp möchte ich gerne noch ergänzen, Frau Köhler. Wir haben im Netzwerk das Thema Mitarbeitendenkompetenzen schon mal behandelt. Wir haben da ein gutes Beispiel, dass die IKK Südwest, falls jemand da von da ist, hallo, hallo, die haben nämlich ganz eine systematische Erfassung der Kompetenzen, die ihre Mitarbeitenden während der familiären Auszeit erwerben. Also den ist klar, dass wenn man Elternzeit nimmt, Pflegezeit nimmt, dass man dadurch Kompetenzen erwirbt, die dem Betrieb wieder zugutekommen. Also Sie können sich vorstellen, was das ist. Das ist natürlich Organisationstalent. Das ist ein gewisses Krisenmanagement-Talent, was man an den Tag bringt, Konfliktkompetenz und so weiter. Und insofern, wenn sich Unternehmen bewusst werden, dass ihre Mitarbeitenden an Kompetenzen gewinnen, wenn sie eine familiäre Auszeit nehmen, dann ist auch der Karriereknick eher unwahrscheinlich, sondern das ist sogar eher karrierefördernd. Und noch ein letztes Beispiel aus dem Unternehmensnetzwerk, das ist in Friedrichshafen die ZF. Die haben wirklich familiäre Auszeit oder privates Engagement als Karrierebaustein fest in der Personalentwicklung verankert. Also wenn man dort eine Führungsposition erreichen möchte, muss man entweder eine Auszeit genommen haben, familiär, oder sich privat ehrenamtlich engagiert haben. Also das nennt sich Sozialbaustein. So, auch spannend, ne? Ja. Genau. Die Frau Jauer hat noch die Frage, Frau Schumacher, wie man denn gezielt die Elternzeit von Vätern verlängern kann. Also was können Personaler tun, damit auch Väter längere Elternzeiten nehmen? Also eine Sache ist wichtig, darüber zu informieren, dass das geht. Ich glaube, viele haben noch gar nicht so durchgeblickt, wie das mit Elterngeld Plus und Partnermonaten und so weiter funktioniert. Und dann ist das Thema Väter, die länger in Elternzeit gehen, glaube ich, auch ein Riesen-Mindset-Thema. Also was geht damit immer noch einher? Oft wird dann im Unternehmen gesagt, ach, der kann sich eh nicht durchsetzen, der ist ja in Elternzeit schon viel zu lange. Ist Gott sei Dank nicht mehr die Regel und es entwickelt sich anders. Aber das eben mehr fördern und dann da eine Offenheit dafür schaffen, dass die Väter sich damit auch wohlfühlen. Ne? Weil ich glaube, ja, Väter erleben viel mehr Gegenwind als Mütter oft, wenn es um das Thema Familienengagement
Was wir auch im Netzwerk erleben, ist, dass wenn Führungskräfte Elternzeit nehmen, männliche Führungskräfte, dass dann der Anstieg der Eltern, die oder der Väter, die Elternzeit nehmen, um 10% ist. Das heißt, wir sehen halt auch, wie es von den Führungskräften vorgelebt wird. So wird es dann auch in Anspruch genommen bei den Mitarbeitenden. Ich muss auf die Uhr schauen, Frau Schumacher. Ich danke allen Teilnehmenden hier auch nochmal, dass sie hier sich auch gegenseitig Tipps geben. Das ist genau das, was wir uns immer wünschen in unserem Netzwerk. Und toll, dass Sie das auch machen. Zu aller guter Letzt möchte ich Ihnen noch einen Ausblick geben, und zwar, wir haben das Thema familienfreundliche Führungsmodelle am Donnerstag, den 24.09. und am 1.10. Das ist für Sie sicher auch nochmal interessant, das Thema familienbewusste Personalarbeit als Erfolgsfaktor für Unternehmen. Sie finden die Termine auch alle im Terminkalender von Erfolgsfaktor Familie, und was Sie auch schon mitbekommen haben, als treue Netzwerkmitglieder, ist, dass wir hier eine spannende Reihe mit der Beruf und Familie Service GmbH haben, wo es um das Thema Können Sie Generationen, können Sie Team geht. Und da ist jetzt der nächste Termin am 1.10. zum Thema Flexibilisierung des Übergangs von der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand. Am 13.10. wird es darum gehen, Flöhe hüten ist leichter. Also wie können Sie mit altersgemischten Teams gut zusammenarbeiten und wie können Sie die gut führen? Und am 22.10. wollen wir Ihnen noch einige Unternehmen vorstellen, wie Sie mit einer Generationenvielfalt und den unterschiedlichen Vereinbarkeitsherausforderungen im Team umgehen. Ja, Punktlandung, liebe Frau Schumacher. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihren Input. Ich hoffe, unsere Teilnehmenden konnten ein bisschen was mitnehmen für Ihre betriebliche Praxis, für Ihre Personalarbeit. Und wir wünschen Ihnen dabei ganz viel Erfolg bei der Umsetzung, auch eben eines guten Wiedereinstiegs für Ihre Beschäftigten. Und wir freuen uns auch, Sie beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Frau Schumacher, danke an Sie für Ihren Input. Ja, und ich danke, dass ich hier sein durfte als Referentin. Hat mir großen Spaß gemacht und viel Erfolg auch von meiner Seite. Dankeschön. Dann bis zum nächsten Mal und eine gute Mittagspause. Ja, ebenso. Danke.